beeindruckend. So, also ja, eigentlich ist alles toll. Also anfangs war ich ein bisschen skeptisch. Ich habe mit ihren Kollegen drüber gesprochen. Und dadurch, dass ich eben alleine bin, war ich ein bisschen ängstlich und ein bisschen zurückhaltend. Auch von der Strecke her, weil es ja über 2000 Kilometer ist, war ich natürlich sehr unsicher. Ich bin auch noch nie so großartig geflogen. Und da war ich natürlich sehr ängstlich. Nein, ich habe mich nie alleine gefühlt. Durch ganz nette Freundlichkeit, durch Zuvorkommen, durch Erklärung. Also mehr kann man schon gar nicht sagen. Ja, also ich war wirklich erstaunt, wie das hier aussieht. Vor allen Dingen auch von hygienischen Maßnahmen. Finde ich super. Es war ganz schön krass, aber ich finde es in Ordnung, so dass man sich auch nicht irgendwie ansteckt durch Corona. Und das wurde auch super erklärt, alles, was ich zu machen habe. Wie gesagt, die Kollegen haben sich immer vorgestellt, egal wo ich war, rund um die Uhr zufrieden. Also für mich sind die Zähne an erster Stelle. Also ich lege sehr großen Wert auf gesunde und ordentliche Zähne, weil das ist ein Hingucker und da lege ich eben sehr großen Wert drauf. Ja, ich bin zufrieden mit den Endergebnissen. Es war nicht so eine große Behandlung, es war eine etwas kleinere Behandlung, aber trotzdem super zufrieden. Und die Behandlung, auch wenn man jetzt Schmerzen hatte, dann wurde nochmal darauf hingewiesen und dann nochmal besonders darauf eingegangen, auf meine Schmerzen. Also wie gesagt, es war super. Vom ganzen Komfort, vom Personal her, ist kein Vergleich mit Deutschland. Absolut nicht. Zuvorkommen, Umfeld gut, Sauberkeit, also auf Deutsch gesagt, klasse hier.